Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Diesmal geht es um den Mann, Kai, um den Mann, Nate. Und Juli und ich sind eigentlich nur hier zum Hallo sagen. Hallo. So, also, ihr fahrt morgen fix 42. Dann müssen sie heute auch noch ein bisschen organisieren. Was habt ihr euch vorgenommen für morgen? So viel Spaß haben wie möglich. Das ist Ziel Nummer 1, alle durchkommen. Und wenn ich morgen unter die ersten 10 fahren sollte, dann wäre ich sehr zufrieden. Ich versuche es natürlich so fahren, dass Kai in die erste 10 kommt. Also das ist mein Plan. Official Bike Check mit Juli Cardoso. Mate, was hast du denn für ein geiles Rad? So, ich habe das Canyon V-Rad hier. Vorne habe ich eine 56 vorne und 14 hinten. Wir haben hier so einen kleinen Aufkleber bekommen, wo so die Sketchy Parts draufstehen. Also so Sachen wie, keine Ahnung, Bahnübergänge mit den Schienen oder gefährliche Kurven. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Dient auch so ein bisschen zur Orientierung, wo sind wir gerade im Rennen. Und hat letztes Jahr auf jeden Fall schon sehr viel Sinn ergeben. Wo warst du denn letztes Jahr ungefähr? Vierter Platz. Ja, genau. Die sind schon nervös, ne? Also die sind auf jeden Fall nervös. Sehr. Guck dir die mal an. Mate und Kai machen gleich den Rack'n'Ride. Sorry. So, das ist unser Recon-Ride mit 350 Riders. Durch Berlin machen wir eine Sightseeing-Tour bis zum Autobahn und dann checken wir die Strecke ab. Mate und ich versuchen jetzt gerade irgendwie ehemals 250 Leute durch Berlin zu führen. Das klappt gerade eher so semi-gut, weil wohl zwischendurch so ein paar freundliche Kollegen von denen hier eine Teilgruppe angehalten haben. Und die warten jetzt tatsächlich, dass sie dann noch mit Polizeieskorte den Rest der Strecke fahren dürfen. Ist auch gut. Ja, aber macht bisher ziemlich Bock. Gar nicht so chaotisch wie gedacht. Liegt aber vielleicht auch daran, dass wir ganz vorn fahren, I don't know. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt, was das morgen wird. Ich kann auf jeden Fall auch für mich sagen, dass so langsam die Aufregung kommt. Recon Ride ist durch. Jetzt geht's zurück zum Backyard, da wo die Registrierung stattfindet. Stimmung ist mega gut, macht mega Bock. Track ist morgen, glaube ich, einfach nochmal ein komplett anderer als heute. Dafür war die Stadt gerade einfach zu voll, aber trotzdem mega Bock gemacht. Und wie gesagt, ich glaube, die haben auch alle richtig Bock. Niklas, unser guter Beutel. Wer gewinnt? Was ist eure Prognose? Entweder außer Andi, Martin? Entweder Andi Meier oder Moritz Augenstein. Ja, aber weißt du, es ist natürlich eine Lotterie. Wir versuchen es. Ja. Aber es ist geil. Also von der Form her habt ihr alle einen Hit, aber ich hätte damals auch gemerkt, dass nicht nur die Form, nur wenn du teilweise in Kurven viel mehr liegen lässt, wenn man da Kontrast ohne Ende und dann noch viel mehr beschleunigen muss. Ich habe nicht so einen riesen Gang. Was habt ihr denn drauf? Ich habe 60-14. Ich fahre 55-13. Also gemessen mit damals ist es viel zu groß, aber du hast ja die Trainer jetzt gesehen, 70er, 70 oder sowas. Großes Feld hat mir wirklich nur ein einziges Mal. Krass. Also wenn ihr bei der Siegessäule nicht weg seid, dann da müsst ihr halt drauf latschen. The gear is 65-17. What was the average speed in the breakaway last year with 5-6 guys? Around 47. 47, yeah. But I think that for the 5 first kilometer of the breakaway, it was something like 50 to 55 kilometers. I was almost dying, so this year, not the same. Can everyone hear me? Does everyone speak English except for myself?
later on what's happening tomorrow and when it's happening tomorrow. It's a safe race, have fun. That's what we're here for. Life is beautiful, just enjoy that. See you tomorrow, guys, and thanks so much. Kai hat gesagt, die Vibes sind anders als letztes Jahr. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, wie meinst du das? Denken wir das Gleiche? Man sieht schon, dass hier einige Jungs das schon morgen, glaube ich, sehr ernst nehmen. Also diese beiden Deutschen da, ne? Meier und Augenstein. Ja. Die können auf jeden Fall treten. Die Italiener sind mega heiß natürlich, das T-Red-Team. Und die Leute, die wir nicht kennen. Und alle Leute, alle 300 anderen, die wir nicht kennen. Ich kann nur sagen, alle, die ich gesprochen habe, die versuchen Breakaway. Das ist einfach so. Ich glaube, auch deswegen wird es auch schon auf der Autobahn Versuche geben. Muss man sehen. Ja. Wird spannend. Also hier die halbe Welt diskutiert hier gerade, was mit Augenstein und Meier ist. Ne? Diese zwei Boys, die da jetzt gerade auch in der Crit-Szene in Amerika da versucht haben, alles auf links zu drehen. Ne? Ja. Und hier wird heiß diskutiert, ob die da jetzt wegfahren, wie die Weltmeister schon auf der Autobahn. Ich sage, wenn du in deinem ganzen Leben noch nie ein Fixed-Rennen gefahren bist, das ist eine andere Sportart. Ich sage, Augenstein, Meier, ihr habt mit dem Rennenausgang morgen nichts zu tun. Das sehe ich anders. Wir werden sehen. Guten Morgen, Kai. Guten Morgen. Es ist 6 Uhr. Ja. In Berlin. 6 Uhr und 3, um genau zu sein. Bist du bereit? Mega bereit. Ich habe auch richtig viel lange geschlafen. Aber ist auch schön hier in Berlin, ne? Muss man ja auch sagen. Ja, klar. Hier so. Ach, herrlich. Die Natur. Ich wünsche dir viel Spaß heute. Danke. Wir sind jetzt unterwegs zum Start. Wir fahren jetzt mit Auto, sind sehr gut geschlafen, aber muss ich sagen, wir sind auch schon aufgeregt. Fertig mit Warm-up, relativ kurzes Warm-up. Und jetzt warten wir für Start, gibt es noch 40 Minuten und dann geht's los in Rückenwind. Volle Kanne Rückenwind. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr schnelles Rennen heute. Ja. Gerade eben noch mal so ein bisschen angetreten nach irgendwie 10 Minuten Fahrradfahren. Und wenn da direkt 55 km/h auf der Uhr stehen, dann lässt das, glaube ich, vermuten, was hier gleich abgeht. Oh, letztes Mal jetzt Video. Sind jetzt noch 20 Minuten bis zum Start. Ich bin ganz schön aufgeregt. Dass es jetzt vielleicht gleich noch regnen soll, macht es nicht unbedingt besser. Ja, das soll tatsächlich in 15 Minuten. Und ja, wir gehen jetzt zum Startbereich. Ja, wir sehen uns dann ins Ziel wahrscheinlich. Also machen wir. Mit Kai. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Start Fixed 42 2023. Wir haben keinen neutralisierten Start. Sprich, es wird direkt von Meter Null an scharf geschossen. Wir haben auch noch Rückenwind. Das heißt, es dauert nicht lang, bis das erste Mal die 50 Kilometer pro Stunde auf der Uhr stehen. Die Anfangsphase des Rennens verläuft für meinen Geschmack sehr sortiert. Jeder Fahrer, der Ambitionen hat, versucht sich zwar jetzt direkt einen Platz vorn zu sichern, um dem Chaos hinten aus dem Weg zu gehen. Allerdings merkt man direkt, dass zwischen den Fahrern ein sehr, sehr hoher Respekt herrscht und niemand unnötiges Risiko eingeht. Circa 2 Kilometer nach dem Start haben wir dann auch schon die erste entscheidende Situation im Rennen. Wir fahren eine Linkskurve in den Seitenwind rein. Das Feld wird sehr, sehr lang. Jeder versucht irgendwie noch im Windschatten des Vordermanns zu bleiben. Die Jungs vom Destroy Cycling Club halten das Tempo sehr, sehr hoch und tatsächlich funktioniert deren Plan gut. Und das Feld wird jetzt hier von 350 Mann schon auf eine Führungsgruppe von circa 50 bis 60 Mann gesplittet. Nach circa 5 Kilometern im Rennen gibt es dann die erste Passage, die technisch ein bisschen anspruchsvoller ist. Und jetzt sieht man eben auch, dass mit einem Bahnrad auf der Straße fahren doch was anderes ist als eben nur im Kreis. Und ja, dass so eine Kurve auf der Straße doch auch sehr schnell sehr eng werden kann.
dann fängt es hier kurz vor der Autobahn auch noch an zu regnen. Und da kann ich, glaube ich, auch für die anderen Fahrer sprechen. So richtig Bock auf Regen hat da niemand. Ich glaube, das muss ich auch nicht weiter erklären, dass mit einem Fahrrad ohne Bremsen bei Geschwindigkeiten von über 60 km/h Regen einfach nicht dein bester Freund ist. Kilometer 10 bis 15 auf der Autobahn kann ich kaum in Worte fassen. Einfach ein unfassbarer Moment. Sehr surreal, da irgendwie mit Geschwindigkeiten über 60 km/h über die Autobahn zu placken. Man sieht jetzt hier auch, dass Andy Meyer von DCC gleich nochmal sein Glück in der Flucht versucht. Man sieht es jetzt hier rechts vorn, dass er am Feld vorbeifährt und versucht, den Schwung einfach mitzunehmen. Hat dann wahrscheinlich auch für 1 bis 2 Minuten Wattzahlen auf der Uhr stehen, die einem ja direkt die Tränen ins Gesicht treiben. Allerdings ist das nicht so von Erfolg gekrönt und ja, ich glaube, er erschrickt sich ganz schön, als er sich umdreht und feststellt, dass die Lücke kaum größer geworden ist als 50 Meter und nimmt dann auch das Tempo relativ schnell wieder raus, lässt sich einholen. Kurz bevor wir dann von der Autobahn runter sind, haben wir Andi auch wieder eingeholt und ja, Moritz setzt hier direkt die nächste Attacke. Stellt dann aber auch relativ schnell fest, dass es ihm nicht gelingt, eine Lücke zu bilden, nimmt dann die Beine wieder hoch, vorne wird es langsam. Ich versuche den Schwung direkt mitzunehmen in der Hoffnung, dass mir 5 oder 6 Fahrer mit hinterherziehen. Und man jetzt vielleicht die Führungsgruppe bilden kann, bevor es dann kurvig wird. Allerdings drehe ich mich dann um, stelle fest, dass ich komplett alleine vorne bin. Und ja, das ist einfach ein sinnloses Unterfangen. Deswegen nehme auch ich dann das Tempo wieder raus, versuche meine Körner zu sparen, durchzuatmen, ordne mich dann hinten wieder ein. Zu dem Zeitpunkt fährt jetzt Moritz gerade ganz vorn, hat es tatsächlich jetzt geschafft, irgendwie so eine Lücke von 50 Metern zu bilden. An seinem Hinterrad ist noch ein anderer Fahrer, ich glaube ein Italiener zu dem Zeitpunkt. Ja, allerdings hält das Feld einfach so einen kontrollierten Sicherheitsabstand. So richtig weg kommen die Jungs da vorne nicht. Und Moritz erzählt mir dann im Nachhinein auch, dass er da für 2-3 Minuten einfach über 500 Watt fährt und die Lücke einfach nicht größer werden wollte. Und mir wird jetzt so langsam klar, dass es an dem Tag wahrscheinlich auf einen Massensprint hinauslaufen wird, weil es einfach unmöglich scheint, hier wirklich davon zu fahren. Das Feld ist einfach so wach, die Fahrer sind so aufmerksam, dass hier einfach keine großartigen Lücken entstehen. Man sieht jetzt hier, wir holen Moritz wieder ein, das Feld wird jetzt langsamer, Andi startet direkt die nächste Gegenattacke. Ja, aber auch da fahre jetzt ich in dem Falle hinterher und wir sind jetzt auch nicht alleine vor uns, sondern hinter uns auch direkt wieder die nächsten Fahrer. Ja, es ist einfach so schnell, so eine Dynamik in dem Feld, so viele starke Fahrer vorn, dass es einfach unmöglich ist, hier einen Breakaway zu bilden. Und wir nähern uns dann jetzt auch allmählich dem Stadtzentrum. Und ich glaube, so langsam haben auch die anderen Fahrer verstanden, wie schwer das ist, jetzt hier die entscheidende Gruppe zu bilden. Man merkt jetzt auch, dass das Tempo nach und nach entspannter wird. Natürlich versuchen alle irgendwie, sich vor den Kurven eine gute Position zu sichern. Aber so wirklich viel attackiert wird dann jetzt hier nicht mehr, zumindest nicht mehr ernsthaft. We'll be right back.
In Richtung Alexanderplatz gab es dann nochmal eine Situation, wo ich dachte, dass es jetzt eventuell nochmal brenzlig werden könnte, weil wir hier doch recht krassen Gegenwind hatten. Allerdings auch da sind, glaube ich, jetzt alle schon so breit, dass niemand mehr ernsthaft versucht, irgendwie wegzukommen, sondern dass es jetzt nur noch darum geht, sich gute Positionen in den Kurven zu sichern. Man sieht jetzt hier auch, dass es zwischendurch einige Stellen gab, die doch recht tricky waren, mit Bahnübergängen, über den Straßen, mit Schienen, die von rechts nach links führten. Ja, aber auch da wurde tatsächlich aufeinander so viel Acht gegeben, dass das eigentlich kein Problem war, da durchzufahren. Man sieht jetzt hier auch an der Körpersprache der Fahrer, dass es wesentlich entspannter im Feld geworden ist. Was jetzt nicht heißt, dass es langsam geworden ist, sondern einfach, dass es nicht mehr so viele Tempoverschärfungen gab. Und jetzt sind wir hier auch schon in den letzten 3-4 Kilometern. Wir biegen jetzt hier gleich von rechts ab, fahren entlang der Spree Richtung Schloss Bellevue auf die Siegessäule zu. Und jetzt beginnt hier auch schon so langsam das gegenseitige Belauern. Jetzt möchte niemand mehr so richtig vorne fahren, niemand möchte das Tempo machen, sondern jeder hat jetzt eigentlich nur noch das Hinterrad vom Vordermann im Blick, an das er sich hängen möchte, um sich eine gute Ausgangsposition im Sprint zu sichern. Und ja, ich glaube tatsächlich jetzt im Nachhinein, aber das sagt sich danach dann immer ein bisschen einfacher, wäre das hier nochmal ein guter Zeitpunkt gewesen, um vielleicht nochmal die entscheidende Attacke zu setzen. Das war im letzten Jahr übrigens genauso, dass kurz vorm Schloss Bellevue hier nochmal zwei Fahrer geschafft haben, sich abzusetzen. Allerdings geht man jetzt hier auch nicht mehr volles Risiko, wenn man irgendwie die Aussicht darauf hat, dass es vielleicht im Sprint für eine Top-10-Platzierung reichen könnte. Und jetzt nähern wir uns hier auch schon der Siegessäule, biegen jetzt gleich links ab und dann beginnt der Sprint in Richtung Brandenburger Tor, der nochmal sehr viel länger ist, als das, glaube ich, einige Fahrer erwartet haben. Und ja, ich schlage vor, dass ich jetzt die letzten Meter einfach mal unkommentiert stehen lasse. Danke fürs Zugucken, das war das Rennen aus unserer Perspektive. Mega geiles Rennen, danke fürs Vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute. Tschüss.